Nach dem Tübinger hat jetzt auch der Reutlinger Gemeinderat für eine Klage gegen die geplante Erweiterung des Metzinger Boss-Outlets gestimmt. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte eine solche Erweiterung, wie berichtet, genehmigt. Danach darf der Boss-Konzern auf dem ehemaligen Gänzlen- und Völter-Areal in Metzingen ein um 3000 Quadratmeter vergrößertes Outlet bauen. Die Händler in den Nachbarstädten Reutlingen, Tübingen und Nürtingen befürchten starke Kaufkraftverluste. Sie sehen in der Genehmigung einen Verstoß gegen die Landesraumordnungsplanung. Das Regierungspräsidium erlaube mehr Gesamtverkaufsfläche, als Metzingen zur Verfügung stehen würde. Die Metzinger Outlet City sei ein Sonderfall, argumentiert dagegen das Regierungspräsidium. Der prognostizierte Kaufkraftverlust liege deutlich unter dem kritischen Wert von 10%. Außerdem komme ein Großteil der Kunden ohnehin nicht aus Baden-Württemberg. Schließlich seien die Outlet-Artikel kaum in normalen Geschäften zu finden.